Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 4. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 744 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei und hoffentlich noch bis zum Schluss der Folge eine Stimme. Putin, PlayStation, Sony Alphabet, Messenger und Apple Pay. Ich beginne gleich mit dem russischen Präsident Putin, Wladimir mit Vornamen, der hat ein Gesetz rausgehauen, dass ja in Zukunft die Hersteller von elektronischen Geräten dazu zwingt, russische Software vorzuinstallieren. Das sollen unter anderem Apps sein wie Karten und Virenschutz und Musik und Mail, also speziell das Mail.ru, also die russische Mail-Geschichte, allesamt Dienste, die sehr staatsnah sind und wie man weiß auch Daten an den Staat weitergeben. Somit wird es natürlich spannend, auf Seiten Android wird das Ganze einfacher umzusetzen, wie das dann bei Apple ausschaut und nahe in der Zukunft natürlich auch bei Huawei, die mittlerweile auch ein geschlossenes System haben, irgendwie wird es noch spannend. Zeit haben die Hersteller bis Mitte des nächsten Jahres, 1. Juli 2020, dann tritt das Gesetz in Kraft und bis dahin darf natürlich jetzt fleißig spekuliert werden. Im Internet wird ganz viel vom Gesetz gegen Apple gesprochen. Mein Gott, ja, Klicks, die funktionieren halt. Ja, die PlayStation, mögt ihr euch erinnern, vor genau 25 Jahren, mein Gott, bin ich alt, kam die auf den Markt. Am 3. Dezember 1994, also gestern vor 25 Jahren, kam sie in Japan auf den Markt und wurde direkt am Verkaufsstart 100.000 Mal über den Ladentisch geschubst. Ein Jahr später kam sie dann nach Amerika und ich glaube Europa nochmals ein Jahr später. Wer dazu sich ein bisschen was anschauen möchte, in den Shownotes verlinkt haben wir einen Blogpost von iFun.de und die haben ein schönes 10-minütiges Video mit eingebunden, wo es ein bisschen einen Rückblick auf die 25 Jahre PlayStation gab. Auch bleiben wir beim nächsten Thema bei Sony und da gibt's Neuigkeiten im Fernsehbusiness, denn Sony hat jetzt HomeKit und AirPlay 2 das Update in Umlauf geschickt, im April angekündigt, kommt es jetzt endlich bei den Nutzern an. Das heißt, wer ein einigermaßen aktuelles Sony TV-Gerät hat, kommt Android Pie, das aktuellste, das vorletztjährige Android auf seine Fernseher gespielt und eben ganz wichtig für alle Apple-Nutzer HomeKit und AirPlay 2 drauf spendiert. Dann gab's große Neuigkeiten von Google, obwohl die sich ja schon seit Jahren abgezeichnet haben. Vor circa 4 Jahren haben sich ja Larry Page und Sergey Brin vom Unternehmen verabschiedet, also von Google, und sind übergegangen an die Spitze des neuen Daches der Holding, der Alphabet-Gesellschaft. Und haben da jetzt mitgewirkt und jetzt ist es soweit, jetzt geben sie noch weiter Vollgas. Sie gehen nämlich ganz raus vom CEO-Sitz zumindest. Den übernimmt nämlich jetzt Sundar Pichai. Mein Gott, ich kann den Namen nie aussprechen. Der schon Google-CEO wurde vor 4 Jahren, der ist jetzt CEO von beiden Firmen und soll vor allem Alphabet jetzt auf einen neuen Weg bringen und endlich auch mal da positive Zahlen schreiben, denn grundsätzlich macht Alphabet ziemlich nach hinten. Gäb's kein Google, gäb's die schönen Umsätze nicht, die Firma fährt. Und wir dürfen mal gespannt sein, wie sich das auswirken wird. Die beiden Gründer werden noch weiterhin im Verwaltungsrat sein, aber sich nicht mehr aktiv am Tagesgeschäft beteiligen. Spannend. Und ja, mal schauen, wie es mit Google da weitergeht. Im gleichen Zug hat man sich gedacht, wir könnten es doch wieder mal versuchen mit einem neuen Messenger. Wir haben ja so wenige und auch vor allem noch so wenige Scheitern gesehen. Zumindest nicht aus dem Hause Google. Oder eben doch, genau. Ein neuer gibt's jetzt bei Google Fotos, um Bilder zu teilen mit Freunden und Bekannten. Gibt's jetzt einen neuen Messenger, der direkt in die Google Fotos Geschichte integriert ist. Mal schauen, wie viele Monate geben wir dem oder geben wir dem sogar Monate? Ja, wir werden es sehen. Bald werden wir ihn zu Grabe tragen. Was wir nicht zu Grabe tragen können, ist Apple Pay. Denn das darf jetzt auf die ÖPNV-Expresszahlung zurückgreifen. In Europa das erste Mal in London, das sind so gelbe kleine
Kästchen, wo man sein Smartphone dran hält und dann gleich eine Expresszahlung veranlasst. Das ganz ohne biometrische Überprüfung, das heißt kein Touch-ID oder Face-ID, die dazu nötig ist. Einfach, schnell und vor allem auch, wenn das iPhone selber gar keinen Akku mehr hat, ist die Spule nach wie vor geladen, zumindest über circa 5 Stunden. Darüber hinaus könnt ihr damit noch Expresszahlungen machen und somit sicherlich im Raum London noch bis nach Hause fahren. Gefällt mir, finde ich eine tolle Möglichkeit und hoffe, dass das auch bald zu uns in unsere Gefilde kommt. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, morgen wird die Stimme wieder besser und ihr bekommt wieder ein bisschen angenehmere Stimme auf die Ohren. Ansonsten euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.